Normal, das kommt, das ist schon ganz normal. Das kommt immer zu Streit und dann ist die Hölle hier. Guck mal, du warst gestern in der Moschee. Ja. Und du hast gesehen, wie die Schwester sich gefreut hat, die gestern den Islam angenommen hat. Ja, habe ich gesehen. Ich habe sie auch gefragt ein bisschen. Das hat mich auch total interessiert, so wie sie dazu gekommen ist. Ja. Und wo sie reingekommen ist, da nach dem Vortrag habe ich dann sie ein paar Fragen gestellt und wie das war. Ja, da hat mich total interessiert. Da wollte ich auch mit hochkommen, aber dann ging leider nicht. Aber du hast auch gemerkt, wie sie ausgestrahlt hat. Die war richtig glücklich. Weil sie sich mit vielen Religionen beschäftigt hat und zum Entschluss gekommen ist, dass Islam die einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes ist. Guck mal, wir Muslime glauben an allen Propheten des allmächtigen Gottes. Ja. Und Allah sagt, diejenigen, die Unterschied zwischen den Propheten machen und sagen, wir glauben an einen und verwerfen den anderen, Allah bezeichnet diese Menschen als wahre Ungläubige. Ja. Alle Propheten des allmächtigen Gottes sind Propheten von einem Muslim. Wir lieben Jesus und Moses mehr als die Juden und mehr als die Christen. Aber das wissen viele Leute nicht. Warum? Weil sie nur ein schlechtes Bild vom Islam durch die unwissenden Muslimen und durch die Medien bekommen. Ja. Aber Islam ist die Religion von Jesus, von Moses, von allen Propheten des allmächtigen Gottes. Wenn ich dich jetzt frage, welche Religion hat Moses gehabt? Oder welche Religion hat Abraham gehabt? Ja, das weiß ich jetzt, aber ich weiß, dass irgendwie gesagt wird, dass Jesus, also das steht auch im Buch, dass Jesus Jude war. Ja, und warum sind die Christen kein Juden? Ja, das frage ich mich ja auch, deswegen hat mich ja auch zum Zweifel gebracht, dass es gar nicht richtig sein kann. Alle Propheten des allmächtigen Gottes kamen mit der einzigen Religion des allmächtigen Gottes, Islam, die Hingabe an Allah. Und sie haben alle die gleichen Worte gepredigt. Ja. Die Funktion von einem Prophet ist, den Menschen zu erklären, wie sie beten, wie sie fasten, wie sie Allah dienen. Und seine Funktion ist, ein Vorbild für die Menschen zu sein. Die dritte Funktion von ihm, der ist der Präsident dieser Erde. Ja? Der ist ein Botschafter des allmächtigen Gottes. Jetzt, wenn du die Fantasie von den Christen und von den Juden und von den Buddhisten zum Beispiel folgst, was ergibt das für einen Sinn, dass der allmächtige Gott selber zur Erde kommt und sich erniedrigen lässt, A'udhu Billah, für wen? Für uns Menschen, die auf Toilette gehen und Mundgeruch haben, wer sind wir überhaupt? Ja, das stimmt. Und das zeigt dir, dass diese Fantasie nur von dem Teufel stammt. Also der Teufel hat die Christen und die Juden in die Irre geschickt durch Paulus. Das ist die Wahrheit. Und danach hat Allah den Propheten Muhammad a.s. entsandt für die gesamte Menschheit, als der letzte Prophet und Gesandter des allmächtigen Gottes für die gesamte Menschheit. Als Barmherzigkeit an der ersten Stelle mit den Juden und mit den Christen, die verloren waren, die keine originale Lehre gehabt haben. Ja. Die Juden haben die Tora gefälscht und entstellt. Und die Christen haben das Evangelium, das Injil, komplett verloren und angefangen, die Bibel selber zu schreiben. Und Allah sagt in Surat al-Kahf, wir haben diesen Koran als Barmherzigkeit und dich, Muhammad, als Barmherzigkeit zu den Juden und zu den Christen geschickt, damit sie den geraden Weg folgen. Und Allah befiehlt die Christen und die Juden im Koran, den Koran zu folgen, weil ihre Bücher entstellt worden sind. Ja. Und Allah sagt im Koran, wer den Islam nicht annimmt, nach Entsendung des Propheten Muhammad a.s. und kommt zu Allah ohne Islam, ohne an den Koran zu glauben und ohne an den Propheten Muhammad a.s. zu glauben und ihm zu folgen, außer dass er
Bewohner des Höllenfeuers für ewig sein wird. Ja. Und guck mal, Schwester, Wallahi, glaub mir, Allah ist meine Zeuge auf diese Worte. Ich liebe nur das Beste für dich. Islam ist die einzige Wahrheit. Und wenn du den Koran liest, du wirst jedes Wort im Koran wahrnehmen, denn das sind die Worte deines Schöpfers. Allah spricht direkt zu dir. Wenn du den Koran öffnest, Allah erwähnt direkt im Namen Allahs des Alabamas, des Barmherzigen. O ihr, die ihr glaubt, du bist angesprochen. Wenn du die Bibel öffnest, das ist ein Geschichtsbuch. Und du merkst automatisch, dass die Menschen ihre Fantasie mit eingemischt haben. Ja, also ich bin auch zur Zeit, also ich bin jetzt auch mittlerweile schon fester Überzeugung, dass es nur einen Gott geben kann und dass es kein Jesus kommen kann. Und das habe ich auch selber, diese Widersprüche in der Bibel, die hat man vorher nicht beachtet. Ja, aber guck mal, du hast... Das Buch Die wahre Religion, die habe ich nachgelesen und dann habe ich diese 101 Widersprüche gelesen. Ja. Ich habe die auch dann nachgeguckt und ich habe die vorher gar nicht wahrgenommen. Und das kann gar nicht sein, dass in der Bibel wieder Gott, das ist ja Wort, wie sagt man das, Buch Gottes, wie ja, man das kann, sagt. Ne? Richtig. Da kann keine Widersprüche drin sein. Dass ja, und das alleine. Deswegen bin ich auch total verwirrt und ich suche und ich gucke und immer wieder komme ich davon ab, dass es gar nicht die richtige Religion sein kann. Das ist nicht die richtige Religion. Also Christentum. Das ist nicht die richtige Religion, Schwester. Und guck mal, Alhamdulillah, Alhamdulillah, dass du gestern in der Moschee warst. Ich habe mich wirklich auf deinen Besuch sehr gefreut und ich wusste gar nicht, dass du keine Muslimin bist. Mhm. Nur dein Mann hat mich heute angerufen und gesagt, dass du keine Muslimin bist und dass du verwirrt bist und Fragen hast. Ja. Glaub mir. Und Allah ist meine Zeuge. Ich liebe nur das Beste für dich und für deinen Mann. Also die Worte von deinem Mann haben mich wirklich zum Weinen gebracht. Dass er durch die Vorträge, dass Allah ihn durch unsere Vorträge oder meine Vorträge richtig geleitet hat. Weißt du, das ist eine Freude. Wir wissen gar nicht, wer diese Worte annimmt. Denn Allah sagt, dir obliegt die Ermahnung und uns obliegt die Bestrafung. Du bist nur ein Mahner. Wir ermahnen die Menschen. Warum mahnen wir die Menschen? Weil wir das Beste für diese Menschen lieben. Und ich liebe nur das Beste für dich. Und Islam ist die Rettung vor der ewigen Verdammung in der Hölle. Und nichts darf dich hindern, den Islam anzunehmen. Nur das Glaubensbekenntnis musst du erstmal aussprechen, weil das einfach die Rettung vor der ewigen Verdammung in der Hölle ist. Ja. Durch diesen Satz hast du dich vor der ewigen Verdammung in der Hölle gerettet, weil der Todesengel nicht an der Tür klopfen wird und dich fragen wird, ob er deine Seele abruft. Ja. Der kann jede Sekunde und der kann jetzt am Telefon zu dir oder zu mir kommen. Und Alhamdulillah, dass du dich beschäftigt hast mit dem Islam. Und Allah sagt in einem heiligen Hadith, O Sohn Adam, wenn du einen Schritt zu mir kommst, komme ich 10 entgegen. Du hast dich mit dem Islam beschäftigt und das ist der erste Schritt. Also ich habe das erste Buch, jetzt, was ich gelesen habe, ist das Buch also von Die wahre Religion. Mhm. Das hellblaue Buch, das habe ich gelesen. Und da sind wirklich Sachen, die, wo man denkt, das stimmt. Das ist alles, das ist einfach alles so. Auch was alles darüber steht, drinnen steht über Kopftuch und ja. Leute, die einfach feiern gehen oder sonst was und einfach nur Spaß haben, Sinn des Lebens. Diese Widersprüche, die habe ich selber nachgeschlagen und das Buch hat mir wirklich die Augen geöffnet, wo ich sage, es kann nur einen Gott geben. Ja, Alhamdulillah, Schwester. Und dieser Gott, der hat uns nicht ohne Führung gelassen. Durch seinen Prophet Muhammad hat er uns gezeigt, wie wir ihn dienen müssen. Denn du siehst, die Christen gehen in die Kirche, spielen Musik und denken, dass Allah Musik liebt. Ja. Das ist alles die Suppe des Satans. Und
Dieser Prophet hat uns gezeigt, was Allah liebt, was Allah nicht liebt. Er hat uns beigebracht, wie wir beten sollen. Und du siehst das bei deinem eigenen.